Hallo zusammen, Katsusando ist ein japanisches Schnitzel-Sandwich. Und was das kann, das finden wir heute heraus. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Das heutige Rezept braucht etwas mehr Vorlaufzeit, deshalb startet man direkt schon am Tag, bevor man diese Schnitzel-Sandwiches machen möchte. Ich habe hier wunderbares Schweineschnitzel, das habe ich halbiert und platt geklopft. Die Größe hängt so ein bisschen von der Größe der Toastbrote ab, die ihr am Ende verwendet. Für mich war das hier perfekt, die Schnitzel zu halbieren und dann platt zu klopfen. Diese werden jetzt für 24 Stunden mariniert in Shio Koji. Hierbei handelt es sich um eine flüssige Marinade, die man benutzen kann, um Fleisch zart und haltbar zu machen. Die Bestandteile sind Reis, Wasser und halt Koji. Und Koji ist ein Edelpilz. Den benötigt man auch, um Miso herzustellen. Hat unglaublich starkes Umami-Flavor und deshalb richtig, richtig geil. Und wir haben jetzt 4 Schnitzel vorbereitet und die marinieren wir über Nacht in dieser wunderbaren Flüssigkeit. Dann brauchen wir Kohl. In dem Fall nehme ich einen Spitzkohl. Und den schneide ich einfach so möglichst fein runter. Von der Menge brauchen wir für 4 Sandwiches so circa 1/4 von einem Spitzkohl dieser Größe. Wenn ihr jetzt nicht so der Fan von Spitzkohl seid, geht es natürlich auch mit einem ganz normalen Weißkohl. Interessant wären auch Varianten, wo man vielleicht Weißkohl oder Rotkohl miteinander mischt. Aber wir wollen uns erstmal so ein bisschen noch am Original entlang hangeln. Für die, die das Gericht vorher noch nicht kannten, Katsusando ist eins der beliebtesten japanischen Fastfood-Gerichte. Wir haben jetzt das Kraut in eine Schüssel gefüllt, salzen das einmal gut durch und vermischen und kneten das so ein bisschen. Das ist etwas, das mache ich grundsätzlich bei meinen Krautsalat-Rezepten, einmal vorher salzen und durchkneten. Dann brauchen wir den Abrieb und den Saft von einer Zitrone. In dem Fall ist das hier so eine Bio-Zitrone. Das mit dem Abrieb klappt am einfachsten mit dieser Microplane hier. Seitdem mache ich das richtig gerne, weil es bleibt nicht alles in der Reibe hängen wie bei meinen alten Produkten. So, jetzt einmal auspressen. Und dann wandert der Salat, nachdem wir das auch noch einmal durchgemischt haben, nochmal so für 20 Minuten bis eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Kann dort ordentlich durchziehen. Das Coole an diesem Gericht sind halt die Kombination von unterschiedlichen Geschmäckern. Wir haben hier auf der einen Seite diesen wunderbar zitronig-salzigen Kohl und auf der anderen Seite eine Soße. Die Soße besteht aus 100 ml Ketchup, 50 ml Worcester Sauce, einem ordentlichen Schuss Sojasauce, einem Esslöffel Dijon-Senf und Chiliflocken. Ihr könnt jetzt Chiliflocken nehmen, je nachdem wie mutig oder wie scharf ihr das gerne hättet. Das ist auf jeden Fall aber auch schon eine sehr, sehr krasse Kombination, insbesondere durch den hohen Anteil von der Worcester Sauce. Grundsätzlich kann man sagen, dass man bei diesem Sandwich gar nicht mal so viel Aufwand betreiben muss. Natürlich braucht man ein bisschen Marinadezeit, das hat man aber bei vielen anderen Gerichten auch. Man muss sich nur einmal Shio Koji organisieren. Die restlichen Zutaten für dieses Gericht hatte ich dann entweder im Haus oder man bekommt sie in einem regulären Supermarkt. Nun kümmern wir uns ums Panieren. Kleine Panierstraße, wir brauchen Weizenmehl, wir brauchen Eier. Für den Fall, dass euch das am Ende interessiert, unten in der Videobeschreibung gibt es eine volle Liste aller Zutaten und auch der Mengenverhältnisse noch einmal niedergeschrieben. Wenn ihr also dieses wunderbare Sandwich, und dem greife ich jetzt mal vorweg, nachmachen wollt, einfach unten die Videobeschreibung aufklappen und dann habt ihr dort eine komplette Liste. Last but not least brauchen wir japanisches Paniermehl, Panko. Das macht einfach eine richtig, richtig geile Kruste. So, jetzt habe ich unsere Schweineschnitzel. Die habe ich mal zwischendurch nach rund 12 Stunden einmal so durchgedreht und einmal durchgemischt. Und die nehmen wir jetzt und ziehen sie einmal durch die Panierstraße. Will sagen, Mehl, Ei und Panko. Und ich denke, wenn es etwas gibt, was selbsterklärend ist, dann ist, wie man so Sachen paniert. Man kann jetzt auch nochmal eine doppelte Panade machen. Ich würde das an der Stelle ja gar nicht übertreiben wollen. Das ist schon sehr, sehr viel auf dem Sandwich drauf. Am Ende trotzdem, da braucht die Kruste nicht allzu dick sein. Das Ganze mache ich dann mit meinen 4 Schnitzeln. Und dann kümmern wir uns ums Panieren selber.
Das ist natürlich jetzt denkbar einfach. Ich mache das immer sehr gerne draußen auf meinem Landmann Triton Gasgrill. Dafür schalte ich den Infrarotbrenner auf der Seite ein. Ich habe mir dann so ein bisschen einen kleinen Workaround gebaut mit dem Einsatz von dem Modulus-System. Da kann ich dann wunderbar eine Pfanne drauf stellen und diese dann erhitzen. Hat etwas mehr Abstand zu dem Infrarotbrenner und man kann so die Temperatur von dem Fett sehr gut regulieren. Und wenn man jetzt eine größere Menge Sachen frittieren möchte, dann ist das auch kein Problem. Ich habe dann immer den linken Brenner von dem Gasgrill angemacht und dann oben die Schnitzel zum Abtropfen auf den Warmhalterost gelegt. Kommen wir nun zum Brot. Wenn man mal die Google-Suche für Bilder bemüht, um einen Eindruck zu bekommen, wie das serviert wird, sieht man, dass meistens die Rinde von den Toastbroten abgeschnitten wird. Also machen wir das jetzt hier genauso. Und bestreichen dann die vier Seiten mit Mayonnaise. Das kennt ihr schon aus meinen vorherigen Videos, da habe ich das immer gemacht und es danach getoastet. In dem Fall gehört die Mayonnaise sogar wirklich jetzt ins Sandwich. Also einmal Mayonnaise verteilen. Und dann kommt der Reihe nach der Salat. Und der ist durchgezogen. Das ist richtig, richtig lecker. Also ich hätte nicht gedacht, dass so wenig Zutaten mit Krautsalat, also Salz, Zitronenabrieb und Zitronensaft, so ein erfrischendes, geiles Geschmackserlebnis geben. Also die Kombination von allen Teilen, ich wiederhole mich da, ist einfach richtig geil. Jetzt unsere Schnitzel in Panko mit Shio-Koji-Marinade. Ein paar ordentliche Löffel von unserer Soße obendrauf. Und dann den Deckel zumachen. Ja, wunderbar. Das ist Katsusando. Und ich muss euch sagen, das ist nicht kompliziert. Und wer das nicht nachmacht, ist selber schuld. Ich finde das wirklich richtig, richtig geil. Was mich natürlich jetzt brennend interessiert ist, kennt ihr das? Kennt ihr Shio Koji? Habt ihr irgendwas davon schon mal gehört? Habt ihr Erfahrung damit? Habt ihr sogar Verbesserungsideen? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Lasst es mich wissen unten in den Videokommentaren. Natürlich, wie immer, zeige ich euch noch ein paar Close-Ups von meinem fertigen Produkt und dann werde ich das Ganze natürlich auch probieren. Und ja, ich muss gestehen, das ist wirklich unendlich geil. Wer auf Umami steht, wer auf Schnitzel steht, Leute, das müsst ihr probieren. Teilen, liken, kommentieren ist natürlich wie immer gerne gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von meinem Kanal seid, wäre das cool, wenn ihr das jetzt nachholen könntet. Besucht mich doch auch in den anderen Social Media Präsenzen. Ihr findet mich bei Facebook, bei Instagram und bei TikTok. Ich würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.